Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch einen bekannten Schauspieler, Star, der jetzt kürzlich 80 geworden ist. Das ist er, ihr kennt den bestimmt. Und wir machen das Ganze mal wieder mit dem Tuschepinsel. Etwas vorgespult, damit es nicht ganz so lange dauert. Es ist ungefähr so die 2-2,5-fache Geschwindigkeit. Das heißt, in der Realität haben wir es ungefähr so 15, 17, 18 Minuten benötigt. Wir skizzieren hier natürlich mit Bleistift vor, ganz grob, ohne jetzt auf die Details einzugehen, einfach nur um zu gucken, wo wir dann den Stift platzieren und fangen wie immer mit den Augen an. Die arbeiten wir ein bisschen mehr heraus. Nochmal der Hinweis für die, die es noch nicht kennen, wieso wir mit den Augen immer beginnen, weil man da eigentlich am ehesten sehen kann, ob soweit jetzt alles in Ordnung ist, ob wir was vergessen haben, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das Ganze arbeiten wir ganz grob immer mit dem Bleistift, achten natürlich auf die Standardproportionen, wie ist Auge, wie ist Nase zueinander entfernt. Und für die, die es noch nicht kennen und es ganz genau wissen möchten, haben wir ganz ausführliche Tutorials unter onlinekurse.akademieruhr.de. Und zurück zum Video. Es ist natürlich ganz schwierig, die Zähne zu skizzieren. Wenn ihr, da haben die meisten Kurs-Workshop-Teilnehmer bei uns ein bisschen Schwierigkeiten, Zähne zu skizzieren, weil da ist die Frage, wie groß ist die Zahnlücke, damit die nicht zu groß wird. Das ist nochmal praktisch eine Eigenschaft oder eine Philosophie für sich. Wir skizzieren die mal erstmal ganz und können dann nochmal ein bisschen schauen, ob wir die nochmal verkleinern oder vergrößern. So, man kann es jetzt so ein bisschen schon erahnen, um wen es geht, wenn man jetzt von Anfang an nicht wüsste, wen wir jetzt skizzieren. Aber das wird dann gleich nochmal durch die Haare und durch die Schattierung noch deutlicher. Ihr kennt ihn, das typische Grinsen, das typische Lächeln aus den Joker-Filmen. Und jetzt gehen wir zum Tuschepinsel und skizzieren das Ganze ein bisschen ausgearbeitet vor. Also uns ist jetzt hier wichtig, dass wir so eine Mischung aus einem Tuschepinsel und Markern, die wir flächig ein bisschen auftragen können, damit einfach mal so ein bisschen die Tiefe noch mal mehr ins Bild kommt. Die Fältchen natürlich, typisch. Und die Bereiche. Die jetzt noch so ein bisschen wichtig sind, also die Augenbrauen, die ein bisschen hochgezogen sind bei dem schmutzigen Grinsen und die Falten. Ihr seht, das Schöne an dem Bleistift ist, man kann natürlich, an dem Tuschestift, wenn man den neigt, dann ergibt es einen schönen, kräftigeren Strich. Und das ist ja sehr schön bei dem Ganzen. Hier ebenfalls. Und dann nochmal so die Mundwinkel. Jetzt können wir ein bisschen an den Haaren nochmal ein bisschen anschraffieren. Links und rechts, um mal so ein bisschen zu gucken, ob der Bereich jetzt auch symmetrisch ist. Und dann kommen die Zähne. Also da ist natürlich, je tiefer man in den Mund hineinschauen kann, desto dunkler wird es dort natürlich. Und auch mal so ein paar Highlights auf den Lippen sind auch ganz gut. Und man merkt schon, man erkennt es, um wen es geht. Und jetzt kann man ganz schnell mit einem groben
Marker, die dunklen und hellen Partien ausarbeiten, damit es nicht so ein ganz schwarz-weißes Bild wird. Da solltet ihr auf jeden Fall Markerpapier benutzen, weil dann saugt euch das den Stift nicht so schnell leer. Hier natürlich eine Lippe. Und was ihr seht, wie schnell sowas auch eine Wirkung hat, wenn man dann ein bisschen mit den Markern drüber geht. Und immer wieder nochmal drüber. Ein paar dunklere Nuancen. Um das Ganze noch ein bisschen schon mehr Tiefe aussehen zu lassen. Ganz schnell, ganz grob. Dann natürlich jetzt die Frisur als letztes. So, jetzt kann es ein bisschen freier werden, das heißt, dann kann man das Hemd ein bisschen hier und da andeuten. Und ihr seht, was das jetzt auf einmal ausmacht, wenn man dann nochmal so ein bisschen oben nochmal den Haaransatz macht. Zwischendurch natürlich helle Stellen, damit es auch hell schimmert. Und jetzt zum Schluss noch die feinen Nuancen. Die Stirnfalten, Zahnzwischenräume, ganz fein. Und es ist mal eine ganz andere Technik, das, was ihr bis jetzt kennt, mit dem Kugelschreiber oder mit dem Bleistift. Und kann auch sehr schön wirken. Ja, das ist das fertige Ergebnis. Wer mehr Spaß an solchen Sachen hat, generell an Porträts, schaut bitte unter onlinekurse.akademiehohe.de. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Akademie Ruhr Team. Bis bald.